Du hast Tinnitus und du hast das Gefühl, dass dein Kiefer irgendwas damit zu tun haben könnte, dass deine Kieferverspannung sich auf deinen Tinnitus auswirken, dann lass uns doch heute mal drei Übungen dagegen tun. Wenn du einen Tinnitus hast und das ist immer so ein hämmerndes, so ein klingelndes, pfeifendes, rauschendes Geräusch, dann hast du es wahrscheinlich sehr schnell satt und bist auch ein bisschen überlastet, denn das ist auf Dauer sehr, sehr anstrengend und das bewirkt auch einfach keine Entspannung, eher eine Anspannung und vor allem kriegt man diesen Ton nicht so ganz rausgefiltert und natürlich willst du was dagegen tun. Und wahrscheinlich hast du vielleicht auch entdeckt, dass dein Kiefer in irgendeiner Weise auch sehr verspannt ist, vielleicht auch knackt, vielleicht auch Einschränkungen hat und willst was dagegen tun. Dazu kann ich dir auf alle Fälle raten und dann mal zu beobachten, was dann dein Tinnitus einfach nachfolgend macht. Das Kiefergelenk hat Anbindungen an das Innenohr, einfach durch das Nervensystem, aber auch durch die Enge der Lage. Also das Kiefergelenk selber liegt schon im Schädelknochen drin, der auch das Innenohr, wo auch das Innenohr liegt. Und daher gibt es schon sehr viel Anbindungen in der Anatomie, dass die beiden natürlich eine Relevanz haben zueinander. Probier es für dich aus, vor allem mehr als einmal und analysiere einfach hinterher, was macht dein Ton damit. Ich habe dir drei Übungen mitgebracht, die auf einmal Stabilität sind, die Entspannung sind und die Mobilisation sind. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Entspannung. Du kennst dich vielleicht so ein bisschen aus, aber wenn nicht, lass mich dir das kurz zeigen. Wir haben verschiedene Kaumuskeln. Hier unten haben wir den Masseter. Das ist der Muskel, der einfach zumacht und dich kauen lässt. Gibt es natürlich auf beiden Seiten. Dann haben wir hier den Temporalis. Ist auch ein wichtiger Kaumuskel, denn auch er macht zu und hilft dabei, dass du die Zähne richtig fest aufeinander bringst. Die beiden sind so die größten Kandidaten, die natürlich auch richtig erhebliche Verspannungen machen können, vor allem wenn du knirschst und presst. Lass uns einfach da mal drauf eingehen und hier eine Massagetechnik machen zur Entspannung deiner ganzen Kiefermuskulatur. Rechts und links, wenn du einfach hier rangehst mit deinen drei Fingern und die hinlegst auf den Masseter, kannst du einfach durch Druck richtig hineindrücken und durch kreisende Bewegung diesen Muskel jetzt hier ausmassieren. Und du bewegst dich dabei immer weiter nach unten. Du gehst immer weiter runter und massierst einfach hier deinen Muskel. Solltest du jetzt hier auch mal Schmerzstellen entdecken, wo du merkst, oh, das hat aber erheblichen Schmerz, das ist alles in Ordnung, du darfst da trotzdem weitermachen. Das gleiche gilt für hier oben. Du kannst hier auf der Schläfe anfangen und kannst hier mit Druck deinen Temporalis massieren. Du gehst dann hier hinter das Ohr und massierst. Lass dir hier auch wirklich Zeit, das musst du jetzt nicht schnell machen, sondern nimm dir hier einfach Zeit und spür auch, wo die Schmerzpunkte sind. Ja, das ist mal eine sehr wichtige Entspannungsübung. Jetzt kommen wir mal zu einer Mobilisationsübung. Du machst hier entweder eine aufrechte Wirbelsäule im Sitz oder im Stand. Das ist dir überlassen, geht beides. Also aufrechte Wirbelsäule, Kinn ein wenig nach hinten, sodass dein Kopf stabil bleibt. Und jetzt machen wir einen Kieferkreis. Geh auch mal in die andere Richtung. Und dann lass wieder locker. Als drittes machen wir eine Kieferstabilisation. Dazu habe ich mir jetzt einfach hier so einen Holzspatel genommen. Du kannst aber auch zu Hause einfach, wenn du das ein bisschen abspürst, eine Karte nehmen, eine Kreditkarte, irgendeine Karte, die du hast, in dein Portemonnaie. Dann nimmst du das hier rein und dann ist die Aufgabe, dass dieser Spatel
stabil bleibt, während du den Kiefer rechts und links schiebst. Natürlich darf er sich ein bisschen mitbewegen, das wird er auch, aber er darf dir nicht vorrutschen, er darf auch nicht rausfallen zu einer Seite, sondern er sollte einfach da bleiben. Bitte drück nicht so stark, sondern den Unterkiefer einfach leicht rechts und links bewegen. Das sorgt gleichzeitig dafür, dass du auch eine Ansteuerung deiner Muskulatur brauchst, dass es nicht nur Mobilisation ist. Das sind jetzt mal die drei Übungen, die wirklich eine Entspannung für deinen Kiefer bewirken können und die da für deinen Titus einen Unterschied machen können. Wenn du jetzt sagst, Mensch, am Titus ist schon bei mir ein großes Problem und ich habe aber auch weitaus mehr als nur Tinnitus. Ich habe vielleicht noch Schwindel, vielleicht noch Benommenheitsgefühle, ich habe noch Nackenprobleme, die Augen sind auch nicht mehr so gut, Halswirbelsäule. Das ist okay, du darfst gerne mit uns in Kontakt gehen. Wir unterstützen dich gerne dabei, deine Gesundheit wieder auf ein normales Level zu bringen und deine Lebensqualität zu erhöhen. Melde dich einfach an zum kostenlosen Beratungsgespräch und wir freuen uns auf dich.